So hat ihm. Woher kennen Sie den Mann noch? Durch meine Arbeit. So wie ich. Sie hat mir den Arsch gerettet. Mir auch. Wer weiß, was ich ohne sie getan hätte. Wie wär's mit einer Orgie? Oh, Marino, echt jetzt? Das war nur ein Scherz. Das habe ich jetzt auch nicht ernst genommen. Nichts, Erwin? Pardon. Vielen Dank. Ich habe mich nur gerade eben... Oh, was arbeiten Sie denn eigentlich so? Aurora hat ein ganz außergewöhnliches Talent. Oh nein. Doch, doch. Keine Widerrede. Und welches wäre das bitte? Sie weiß die Buchstabenzahl von jedem Wort. Probiert es doch einfach mal. Täglich. 7. Hochzeit. 8. Ungewöhnlich. Das Talent oder war das ein Wort? Ein Wort. 12. Wie machen Sie das? Was geht in Ihrem Kopf dabei vor? Keine Ahnung. Das war schon immer so. Ist ja irre. Und Umzugswagen? 11. Wow. Beständigkeit. 13. Wiedersehen. 11. Schweigepflicht. 15. Kunilingus. 11. Sodomie. 11. Oh, Philipp. Gut, das war's. Das ist genial. Absolut nutzlos, aber genial. 24. Oh, alles klar? Ja. Die Ärzte verpflanzen heutzutage Herzen. Aber diese blöden Hitzeballons bekommen sie einfach nicht in den Griff. Ich muss es diese Woche loswerden. Die Wände sind dünn wie Papier. Tut mir leid, ich musste eine Gruppenbesichtigung machen. Es ging nicht anders. Aurora, bist du das? Kennen Sie sich etwa? Mein Freund, als ich 18 war. Ich muss dir was sagen, Mama. Jetzt gleich? Ich bin schwanger. Was, schon? Umilal. Ich habe gekündigt. Gefällt er dir noch? Ich weiß gar nicht, was gerade eigentlich mit mir los ist. Das ist ganz einfach. Wenn eine Frau über 30 ist, geht's bergab. Akzeptieren Sie's. Du hast dich nicht verändert. Du bist immer noch so raffiniert. Ach was, Schluss. Wie wär's mit einer Orgie? Ups, wieder hintern. Pardon, Madame. Schafft ihr euch wieder? Keine Ahnung. Im Moment muss ich mir erstmal eine neue Arbeit suchen. Was waren Sie denn früher? Bauingenieurin war ich. Wir sollten uns scheiden lassen. Uff. Mit dieser Wirkung hatte ich nicht gerechnet. Oh, das ist die Melo. Spinnst du? Sei doch nicht verrückt. Ich hatte noch nie so eine Leidenschaft erlebt, physisch und geistig. Wir verließen das Zimmer nicht einmal, blieben den ganzen Tag im Bett. Oh. Und wann war das? Vor 3 Jahren.